Hey Leute und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich glaube hier, ich habe mein Baby gefunden. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Dieser Heckspoiler, diese Reifen. Das ist er. Weil ich muss den kaufen. Ich habe noch nie ein Auto gekauft, aber den hier muss ich kaufen. Yeah. Leider tut es ein bisschen weh im Geldbeutel, aber... Ich muss damit fahren. Ich muss damit fahren. Einsteigen. Oh ja. LOL. LOL. Woohoo, Baby. Oh, der Sound. Hat der Sound gehört? Hört mal. Alter. Alter. Wie viele Gänge hat der? Leck mich am Arsch. Ist das Ding geil? Ups. Oh, ist das geil, Mann. Alter. Okay, das Auto lohnt sich hart. Panem hat angerufen, wir müssen ihm kurz helfen. Kann mit dem auch ein bisschen Querfeld einfahren? Okay. Ja, geht schon. Alter. Ups. Also okay. Scheiße, ist das Ding geil. Okay, ich bin komplett begeistert. Das Ding ist der Oberhammer. Das Ding ist der Oberhammer. Hi, River. B, hey. Ich brauche deine Hilfe. Scheint so. Was ist passiert? Wir sollten nicht übers Holo reden. Wir müssen uns treffen. Sag mir, wann und wo? Glenn, heute Abend. Ich schick dir die Details. Schaffst du das? Werd's versuchen. Danke, wie. Der Typ, was gerade angerufen hat, das war eine Nebenmission, die ich nebenbei gemacht habe. Oh, die Tür. Wie die Tür aufgeht. Oh, Baby. Ich liebe dieses Auto. Aber ja, Panem soll mir helfen. Was will Panem? Der helfen wir immer gerne. B, gut, dass du hier bist. Was ist los? Sag schon. Die Racemsor. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saul befreien. Weiß nicht wieso, aber... Ich wusste, ich kann auch was erzählen. Ja, ja, wie? Ja. Ich muss hier nur looten. Was? Was? Ja. Immer, Panem. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht, sonst glaube ich dir noch. Sehr gerne. Lässt du mich nicht mehr los. Ich werde es überleben. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Und obendrauf nimmt der Aldecaldus. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Also wie sie... Okay, heißt das, wir kriegen diese Folge. Meiner Meinung nach das coolste Auto, was man hier haben kann. Plus dazu die beste Waffe. Ich folge deinem Hintern. Bitte gehen Sie vor. Ich werd nicht mehr. Panem und wie, was ist denn da los? Wir sind sowas von Panem ready. Panem ready. Der? Lässt sich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Herr Saul wahrscheinlich. Alle. Ignoriere das. Hey, Panem. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Und wir tun es natürlich, um ihr zu helfen und sie vielleicht zu nageln. Was? Um ihr zu helfen, meine ich natürlich. Oh, hey. Moin. Steck mit, er sollte mich hier treffen. Er müsste gleich hier sein. Da liegt was. Hab ich? Du hast nichts von Hilfe von außen gesagt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich bin der beste Mann. Lehn dich ans Auto. Ja, wie denn? Wo denn? Ah, hier. Okay,
Wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Moment, heißt das, nur wir zwei gehen rein? Und was ist mit euch? Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Wer weiß, aber ob wir uns da je wieder allein raus... Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Best. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch was? Also ich rumnörgel schon gern. Dann sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Oh lol. Die haben sich in der Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Wenn er noch da ist. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht. Aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Naja. Ich sehe ziemlich viele Leute hier. Hier ist einer. Hinten ist einer. Moin. Kamera. Siehst du die Spuren? Ja. Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Da drin haben sie bestimmt Saul festgehalten. Machen wir wieder raus, ne? Da in der Lagerhalle. Das Hauptgebäude, da. Da müsste Saul drin sein. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Sind leider nicht wirklich, weißt du? Doppeltür? Echt eine gute Frage. Der Kontrollraum sein. Da ist eine Mülltonne. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Okay, damit wir gehen rein. Arbeiten. Wir sprengen einfach alles. Ja, holen wir Saul da raus. Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Mit dem Auto sollen wir fahren? Ich habe gerade ein 115.000 Dollar Auto gekauft. Mit dem sollen wir fahren? Warum? Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Moment noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Okay. Das hoffe ich. Wird ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Ja. Wie, fährst du mit mir mit? Ja, klar komme ich mit dir mit. Was? Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss. Aber ich wollte nicht mit deinem Auto fahren, da bin ich alleine gefahren, Mann. Mal mit unserem Auto fahren. Ich wollte nur mitfahren, um nett zu sein. Und ja, das ist zwar jetzt hier nicht die Hauptstory. Aber, hey,
Das ist Panem und das müssen wir uns doch angucken, Leute. Oh Gott, das Auto. Oh mein Gott. Oh cool. Wir haben sogar ein Radio. Nein. Tob dich aus, wenn du willst. Wir hören kein Radio. Kein Bock auf Copyright. Oh Gott, warum muss ich mit dem Auto hier fahren? Ich hätte mein eigenes Auto nehmen sollen. Ich hätte einfach mein eigenes Auto nehmen sollen. Ihr habt so ein geiles Auto. Ich hoffe, by the way, auch, dass das mein neues Auto jetzt auch gespeichert ist als mein aktuelles Auto, was ich rufen kann. Und nicht, dass ich das falsche Auto rufe die ganze Zeit dann. Weil ja, ich will jetzt nur mit dem neuen fahren, ne? 1,8 Kilometer. Lol. Redet ihr nebenbei noch was oder fahren wir jetzt einfach nur so rum? Also dieses Schild hat übrigens niemand mehr gebraucht, ne? Ich glaube, da passiert ehrlich gesagt nicht wirklich was. Mann, ich will mit meinem Auto fahren. Oh. Ich fasse es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann ein Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar, aber... Okay, also er ist jetzt ein Schlappschwanz und wir sind der neue coole Wie halt, ne? Ich habe ständig Angst, was sie mit ihm dann, ne, Dinge macht. Wow! Lol. Drehen wir... Heilige. Nö, was sehe ich? Siehst du das? Das ist ein richtig fetter Sturm. Sieht übel aus. Der sieht nicht nur übel aus. Das wir ist ein Sturm? Uns beeilen. Lol. Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still und leise. Still und leise. Lager. Falls es doch laut wird, decke ich dir aus der Distanz den Rücken. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Ja? Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Ich will da nicht rein. Also, da sind überall Leute. Leck mich im Arsch, was ist das hier unten? Raffjäger. Hm. Kann man den kurz schließen? Was passiert denn eigentlich? Willst du von den Ratten gefressen werden? Das ist mir vertraut. Und da wird meine Reichweite jetzt nicht ausreichen für die... Kann ich da runter? Was ist hier oben? Satellitenschüssel. Breach-Protokoll. Also hier sind ja die Wachen drin, genau. Okay, bin auf Position. Also wer sieht mich? Nein, da oben sieht mich. Krieg ich den von hier mit der Pistole, mit dem Revolver? Ich weiß nicht. Nee. Aber das hier ist nicht lautlos. Nee. Das schaffst du gewaffen ab. Ich wusste nicht, dass das Scharfschützengewehr nicht leise ist, Mann. Ich wusste das nicht. Ich wollte doch leise. Ich wollte doch leise, Mann. Jemand muss diese Position. Ah, mein Stuhl fährt nach unten. Ich wollte doch still und leise, Mann. Das ist ein scheiß Scharfschütze. Ich wollte doch still und leise. Der hat legendär gedroppt, oder? Der hat legendär gedroppt. Oh, fuck. Scheiß Sniper. Aber unsere Sniper-Waffe ist so für den Arsch. Die sind alle beschissen. Ich will das legendäre Zeug aufsammeln. Legendäre Waffe und noch was Legendäres. Ein Schema, wir können selber einen Revolver bauen. Ich arbeite ja darauf hin, selbst
legendäre Items herzustellen. Und da kommt der Revolver. Mir ist sehr gegeben. Ich kann eigentlich nicht. Still und leise, sagte sie. Still und leise. Oh, da und ausweichen. Eine blaue Waffe muss. Oh, unbedingt mitnehmen. Wie viele sind denn da? Man muss es sich ja erwischen. Wie viele sind denn da, bitte? Bisher läuft noch. Blaue Waffen. Alles looten. Blau ist geil. Ah, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wo war der denn? Ah, hier oben. Oh, keine Munition mehr. Alles tot. Wir haben fast keine Munition mehr von unseren Waffen. Hast du Munition, Mann? Fast munitionsleer. Ah! Er ist ein bisschen was. Hier ist noch Heilung. Eine Waffe. Munition. Und da ist jemand drin, der uns anschießt. War das nicht die schlauste Idee, einfach vor der Tür reinzuschießen, Mann? Euro-Dollar. Hast du das von mir? Hier oben, ne? Nachrichten auflesen, lesen, Dateien lesen, Netzwerk, was kann ich machen? Ah, Überwachungskameras. Remote übernehmen. Stimmt, hier kann man erst suchen. Dann. Soul! Lol. Gefunden. Lol. Ich bin einfach gefunden. Aber. Wo ist der Weg dahin? Ah, jetzt habe ich eine Markierung. Kann ich einfach runter? Ja, müsste gehen. Lasst uns das endlich beenden! Kann sich gerade verraten, weil man einfach nicht die Schnauze halten kann. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Blaue Waffe wieder mitnehmen. Hallo? Unbedingt, unbedingt. Blaue Sachen werden schon mitgenommen. Grün lasse ich immer liegen. Blau muss noch mit. Dich überladen? Oh nein. Überladen passiert mir ständig. Rucksack. Waffen. Oh Gott, ja. Verschmelzen, verschmelzen, verschmelzen. Einfach mal die nicht blauen Sachen. Oh Gott, so viel Zeug. Oh Scheiße, wir haben zu viel Zeug eingesammelt. Und alles ist eigentlich not bad, ne? Aber jetzt haben wir ein bisschen Gewicht frei, aber ich kann jetzt nicht alles wegwerfen hier. Okay, morgen. Guten Tag. Okay. Das ist was Rotes. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er? Tot. Leck ich dir. Gut. Eine Waffe bauen. Und so. Ein legendärer Waffenbauplan schon wieder. Hier. Meine scheiß Zigarre. Schlagstock. Okay. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Hm? Ja, beruhig dich, Mann. Panam? Aber... Sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Der Söldner. Ja? Kannst du jetzt aufstehen? Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig. Oh. Und? Wie geht's ihm? Na geht ja. Doch.
Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Wird's überleben. Und jetzt verschwindet von dort. Den Fehler wirst du noch bereuen. Absolute Shitshow hier unten. Das wird richtig gefährlich. Ich weiß. Verlass das Gebäude. Ich bin gleich da. Ah! Lol. Gerne. Ja, ne? Irgendwas spawnen die plötzlich vor unserer Nase? Man muss diese Position... Hä? Die sind vor mir gespawnt einfach. Erstmal looten. Leider keine Munition. Hier liegt auch keine Munition. Okay, verdammt, das reicht! Nee, ich bin. Ich liebe das Töten. Blau gedroppt. Mann, jetzt auf ihn. Ah, das ist eigentlich ein Powersturmgewehr. Na, scheiß drauf. Das hier auch, oder? Ja, Powersturmgewehr, scheiß drauf. Die Kavallerie galoppiert gleich an! Haupttor! Bereit machen! Haupttor, jawohl. Wir kommen. Das ist ein scheiß Sandsturm. Schnell, springt hinten rein! Scheiße. Hätten wir mein Auto genommen. Fetter Sandsturm. Panam, du machst einen Fehler. Schon wieder. Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Hm. Das ist eine gute Frage, eigentlich. Und den Blutgeruch? Was? Uns sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Muss ich jetzt rasch schießen? Du wirst um Gnade, Winsel. Oh, lol. Wir müssen sie loswerden. Scheiße. Kann man den Motor auch zerficken? Leck mich, Saul. Mehr kriege ich aus der Mühle nicht raus. Schüttel die Wichser ab. Yeah. Mach dich bereit. Lass uns rausballern, Mann. Der Waffe komplett nahe. Alle Kargos! Scheiße, da sind mehr! Was ist doch, Mann? Verlass die Straße! Das wird holprig! Haha! Wunderschön! Wir brauchen einen Unterschlupf! Ich weiß, verdammt! Auf alles ist schwer zu treffen. Das ist eine verlassene Farm! Da bringe ich uns hin! Verdammte Scheiße! Fuck, mein Kopf! Mich umbringt! Mann, ist das schwer. Okay, verdammt, das reicht. Wir sind getroffen. Mehr kann ich nicht rausholen. Ja, ich brauche besseres Licht. Sollte sie aufhalten. Oh Gott. Yeah, wir haben sie. Nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Ich danke. Puh. So, jetzt der stille Moment. Wir sehen so beschissen aus. Aber dafür sind wir stark. Es gibt immer nur beschissen oder stark. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Da bin ich ja mal gespannt. Schnell! Scheiß Sandsturm! Puh. Ich muss mal durchatmen. Habt ihr Loot? Erstmal alles Loot. Mehr gibt's hier nicht? Lol. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand in der. Lass mal das.
Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Okay. Oh, man kann hier reingehen. Jawohl. Warum werden die Items hier nicht angezeigt? Ich muss alles mal neu extra looten. Die mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land, oder? Das weißt du nicht. Ich wollte in den Spiegel gucken, Mann. Nein, ich sehe beschissen aus. Hier waren nie Bulldozer oder Bagger. Die wollten sie einfach hier weg haben. Lässt du dich mit einem Konzern ein, hast du am Ende nichts. Hier. Lol. Reden wir nicht darüber. Nicht jetzt. Hey, es hat geklappt. Wir haben Licht. Gern geholfen, Penne. Gern geholfen. Verdammt. Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Müssen wir alles machen? Vielleicht schaffst du's ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung. Ja, ich geh raus für dich. Ja, ja, klar. Kein Problem. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Ich geh einfach raus. Ja, ja, Penne. Sind wir ein Schoßhund geworden, oder was? Ich bin irgendwie ein Schoßhund geworden. Oh Gott, die Mission heißt Riders on the Storm. Jetzt sehe ich es erst. Das ist ein geiles Lied. Und jetzt? Hey. Na du? Ja. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag. Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag. Hey, zwei Turteltauben, ich misch mich da mal ein, ne? Setz dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wissen Sie, in welchem Zustand wir uns befinden? Komm nicht. Lasst uns kuscheln. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist. Scheißidee. Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Mhm. Danke. Was weißt du schon über all das? Weißt du, was ich an Nomaden immer mochte? Euren Hunger. Nach der Freiheit. In Night City gibt's die nicht. Konzerne haben überall ihre dreckigen Finger drin. Und ich glaube nicht, dass du ihnen euren größten Schatz einfach schenken willst. Danke, sehr gerne. Besser hätte ich's nicht sagen können. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder auskommen? Einfach? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Nein. Das hoffe ich doch. Aber jetzt... Ja, geh weg. Echt gern ausruhen. Nein. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Ich liebe dich. Ja, geh mal weg. Wir haben ja was zu tun. Hoffentlich? Keine Ahnung. Was stimmt? Was war das denn gerade? Bestimmt nur die Mets. Ich hoffe es. Hat sicher ein paar Schläge gegen den Kopf abbekommen. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem dann guckst du, ne? Ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist,
und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Das ist alles perfekt. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was spielt man denn vor? Oh Scheiße, was nehme ich denn jetzt? Ach komm, scheiß drauf. Ich hätte da eine Idee. Du weißt schon, was ich meine. Nein! Warum? Warum? Nein. Es ist gerade gut so, wie es ist. Okay, okay, nicht so schnell, okay. Dann lassen wir es nicht, okay? Das tut mir leid. Weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ist schon okay. Echt. Wir sind Freunde? Nein! Bitte nicht! Bitte jetzt nicht! Okay. Also, nein. Freunde? Wie? Nein! Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Mach keinen Scheiß, Mann. Das bedeutet mir viel. Hey, mach jetzt keinen Scheiß. Hörst du das? Nein. Mhm. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Herr Boops ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Freunde, hat sie gesagt. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Oh Mann. Keanu Reeves. Mr. John Wick. Mr. John Wick. Nein! Wo ist sie hin? Und warum hat die... Hat die uns gefriendzoned? Wurden wir jetzt echt gefriendzoned? Es wär so traurig, wenn ich es verkackt habe. Ja noch. Hey, hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie? Ach da. Alte Schule war das. Mittelmäßig. Rücken ist irgendwie taub. Ich gehe zum Ripper Doc, wenn ich wieder in der Stadt bin. Ein paar Federn auswechseln. Also, ich habe wie ein Baby geschlafen. Danke. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade. Dass ich gleich los muss. Ja, Moment. Ich dachte, du willst zurück zu den Aldecaldos. Beim Clan bleiben. Ist auch so. Hm? Komm. Was? Gestern Abend beim Gespräch mit Saul. Danke für die Rückendeckung. Doch eins noch. Die Raves, der Überfall, das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und du? Ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Die hätte ich lieber nächstes Mal. Deine Belohnung. Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Scharfschützengewehr? Oh, lol. Es heißt Overwatch. Oh mein Gott. Du bist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Also, danke. Wieder einmal. Warte kurz. Wegen gestern Abend. Darüber müssen wir nicht reden. So bin ich einfach nicht. Okay. Und wie bist du? Ja. Oh Gott! So. Wie jetzt? Pass auf dich auf. Wie jetzt? Du auch, Panam. Du schuldest mir sowas von was. Ich schulde dir was. Sie ist nicht so eine Johnny.
Wenn die Dinge anders liegen, würde ich sagen, fahr ihr hinterher. Aber jetzt, guck sie dir doch an. Echt schwer, so eine Frau zu kriegen. Bei so einer kannst du nur hoffen, sie fühlt was und wartet auf dich. Was ist denn mit dir? Weiß nicht, eine Erinnerung. Ist doch egal. Ach, okay, zurück nach Night City, wie? Hab die Schnauze voll von diesem Kaff. Ach, Panem. Ganz ehrlich, ich hoffe wirklich sehr, wir wurden hier nicht gefriendzoned. Und sie wartet auf uns. Ich hoffe, Johnny hat recht. Wo ist Johnny? Ich hoffe, Johnny hat einfach recht. Und wir wurden nicht gefriendzoned. Kann ich jetzt mein Auto rufen eigentlich? Oder welches Auto kommt jetzt? Welches Auto kommt, wenn ich Auto rufe? Ne? Oh ja, ist es richtig, oder? Warum geht denn so langsam? Ja, kommt das richtige Auto. Warum steht das im Auto vom... Ey, wir reden nicht darüber. Aber okay. Ich glaube, einen schöneren Abschluss für diese Folge den können wir nicht haben. Wir wurden, ich glaube, wirklich nicht gefriendzoned. Wir haben einen schönen Sonnenuntergang. Wir hatten Riders on the Storm. Und nächste Folge geht's weiter mit der Hauptstory und... Ich denke, es war erfolgreich. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Hier auch gerne abonnieren bei BlackRabbit RPG. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.